Moin moin, herzlich willkommen zurück hier in der Oase bei Alice Madness Returns. Mein Name ist Forgator und die Alice ist ein bisschen schüchtern. Das werden wir jetzt ändern. Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Oh, da haben wir ein neues Kleid. So wird's in China, in Chinatown hier. Sieht schon cool aus irgendwie hier. Naja, werden wir sehen. So, gucken wir uns noch ein bisschen um. Ist das da hinten ein Ring? Hier ist wenigstens ein bisschen ruhiger. Sind das Mahjong-Steine? Oder was sind das? Ist schön, hier gibt es viel zu erkunden. Zuerst möchte ich aber dahin. Hopp. Katze? Der Autor verwischte den Unterschied zwischen Poesie und Pessimismus. Na dann. Ling, 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 ling. Auch hier ist dieser schmierige... Ist ja schon irgendwie ein bisschen interessant, wie die das hier aufgebaut haben mit diesen Zeichen. Ne? Was ist das denn? Ey, da war gerade ein Koi. Ein Koi. Ein Koi-Karpfen. So, was ist hier? Beziehungsweise, was war denn da oben? Achso, das war das, okay. Hopp und hopp. Schwimmen überall Kois rum. Cool. Was ist das? Kette ziehen. Dann ziehen wir mal die Kette. Aber ich möchte noch das da hinten haben. Hopp, hopp, hopp. Und zack. Ach, schön, auch ein Papier. Papierkiste. Origami-Style hier. In diesem Land. Ich dachte gerade, dass die Sau einfach mal unter Wasser geht und mich ersäufen lässt. Die Zähne will ich auch noch haben. Danke. Und hopp. Ja, leicht asiatisch angehaucht, aber ein bisschen dumm. Ich höre eine Schnute. Ist bestimmt. Ist die unter mir oder ist die. Wo ist die? Hier irgendwo unten drunter? Noch sieht man sie nicht. Die Schnude. Ja. Da ist sie. Ich will ein Präsentkörbchen. Ping. Achso, gibt kein Präsentkörbchen, gibt nur einen geilen. Oh. Sieht aus wie Bienenwaben, ha? Huh? So geht das. Eine Erinnerung. Haben wir auch schon in letzter Zeit echt gelitten eigentlich, die Erinnerung, ne? War schon lange nicht mehr. Wer behauptet, wahre Kunst diene weder Zierde noch Zweck, der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Das stimmt, ja. Die haben generell, die Asiaten haben generell echt teilweise Kunst, wo ich mir denke, ein Fisch. Also ich denke mir jetzt nicht, ein Fisch, sondern... Ne? Ihr wisst es. Ich meine langsam hier. Oh, da ist ein Schlüsselloch. Da hinten. Manchmal werde ich nicht größer. Wenn ich, guck mal, pass auf, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gegenlaufe, dann
Achso, ich kann es euch gar nicht zeigen. Dann bleibe ich auch klein. Ohne den Knopf zurück. Da ist das Loch. Das habe ich gesucht. Was mir angezeigt wurde. Geheimgang. Wird auch Zeit. Was haben wir denn hier Schönes? Noch eine Erinnerung. Alter Vater, jetzt werden wir ja mit Erinnerungen überschüttet. Dodgson, ein erbärmlicher Segler und ein noch schlechterer Kapitän. Ohne mich wären wir auf der Isis glatt auf Grund gelaufen. Na, denke ich mir. Aber da war die Schwester, ne, die das gesagt hat. Sind ja leider alle dort, ne? Sind alle burned down. In diesem Asialand hier. Also ich finde, das ist bis jetzt das schlechteste Kleid. Am besten hat mir eigentlich dieses Fischkleid gefallen, ich weiß nicht. So, wo ist hier der Plan? Hier ist eine geile... Hier ist eine geile Bleib-in-der-Mitte-Action. Eins. So. Was ist das? Stimmt, wir haben die Raupe immer noch nicht getroffen, ne? Wir sind zwar auf dem Weg, glaube ich, aber wir haben sie immer noch nicht getroffen. Was war das denn gerade? Warum hat er denn da so behindert hingezoomt? Naja, wie auch immer. So. Na, ihr merkt es halt wirklich, hier hast du echt den großen Jump-and-Run-Element. Das ist halt schon... Was da unten? Na, da war ich gerade, ne? Okay. Hier bist du echt viel am Springen. Zähne. Wo sind Zähne? Hier sind Zähne. Hab ich schon? 561. Alter Vater. Zack. Boah, will ich die auf... Ja, komm, ich werde die direkt auf. Los geht's, ey. Die T-Kanone Nummer 2. So, als nächstes ist aber, glaube ich, dann das Pferdchen dran, oder die... Ja, das Pferdchen benutze ich so selten. Das sieht zwar cool aus, aber das benutze ich trotzdem selten. Konnichiwa! Ist jemand da? Was ist das? An. Gut, noch eine Erinnerung. Also, der Hammer. Was Schwester Whitless sagte, war, das Feuer rauschte herein. Sie brannte direkt lichterloh. Niemand weiß, wie sie überlebt hat, außer Alice. Und die schweigt sich aus. Erinnerst du dich? Ich glaube nicht, dass Alice es war, muss ich ehrlich sagen. Zumindest nicht ihr Geist, der es wollte. Oha. Eine Samurai-Wespe. Leck mir am Arsch. Hi. Ihr könnt ja... Also ihr könnt ja gar nichts. Was seid ihr nie für Samurais? Achso, weil ich direkt die... Oh, die können sich wegwarpen. So seid ihr. Ihr wollt also ein bisschen hier Spaß haben, oder was? Lächerlich. Okay, die waren jetzt einfach. Die konnten nix. Aber die werden bestimmt noch härter. Gibt bestimmt noch solche Kung-Fu-Hummeln oder so. Weißt du? Hier brennt aber auch alles, ne? Das ist halt die Kehrseite, wenn man seine Häuser aus Papier baut, ne? Fackelt halt alles ab. Das ist halt so der Nachteil, ne? Man sollte sein Haus nicht aus Papier machen. Nicht in der heutigen Zeit. Weil Brandstiftung scheint ja in zu sein, ne? Die ganzen Leute, wenn du dir so anguckst, ne? Weißt du, da zünden sie irgendwelche Asylhäuser an, ne? Asylantenheime und so ein Kram, ja? Wie bescheuert muss das denn sein? Wie behindert muss man sein? So, aber zurück erstmal zum Thema hier. Wir wollen jetzt hier nicht über Idioten sprechen. So, da geht, da muss ich jetzt erstmal... Jumpen! Hopp und hopp und rein. Und dann ziehen wir mal eine Kette. Achso, dann. Also war das quasi nur da, damit ich wieder zurückkomme, oder wie sehe ich das? Oder was war das jetzt hier für eine Scheiße? Oder ist dieses Ding hier aufgetaucht? Weiß ich nicht, ob es da vorher schon da war.
Ich habe immer so einen Tunnelblick. Wenn ich dann was sehe, muss ich das erstmal machen. Achte auf nichts anderes. Oh mein Gott. Bam! Ja. Ich sehe zwar gerade nicht, was ich da mache, aber es scheint effektiv zu sein. Bam! Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen overpowered. Kann auch sein, weil die Klinge ist halt schon Upgrade hoch 1000, ne? Möglicherweise, so. Liegt da noch einer? Nein. Ist noch irgendwas für mich? Aber das ist doch... Das ist doch eine Origami-Ameise, oder? Sieht zumindest aus. Aber eine blutende. Auch schön, schöne Effekte. Wir haben also mal Ameisen gewohnt, willst du mir damit sagen? Apropos, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da lang, okay. Ja, warte mal, bin ich hergekommen, ne? Ach, hier bin ich hergekommen, da muss ich lang. Eieiei, Koordination. Null. Hier geht's runter. Zack. Was ist das? Ah, da ist wieder was Verstecktes. Hab ich fast nicht gesehen, ja. Und noch eine Erinnerung. Eieiei, jetzt. Hier in Ostasien, da kommen die Erinnerungen aber ganz schön wieder zurück. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Die sind aber ganz schön makaber, die Leute. Ist aber ganz schön. Jenseits von Gut und Böse, was die hier so erzählen, du. Top. So. Böse. Böse. Mal kurz abwarten. Hier kann ich noch hin. Und hopp. So. Erstmal Teetassen-Action wieder hier. Bumm. Oh, ich habe da oben getroffen. Und hier ging's los. Na gut. Und rein hier. Kerizin! Oha, habe ich da Narben? Ne, das sind so komische Dinger, ne? Ey, ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das war ja listig. Hopp und hopp. Hui! So. Dann mal kurz hier rüber und oh, guck mal, schön. Origami-Garten. Hopp. Mit Zähnen. Katze? Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Nee. Muss ich ehrlich sagen, nee. So, was haben wir denn hier? Oha. Oha. Kung-Fu-Wespe! Bam! Maske aus und los geht's. Oha. Daimo-Wespe. Okay, ich wusste, dass es wieder irgendein... Bin gespannt, wie ich die wegmache. Okay. So krieg ich sie. Im Rauch mit. Okay, easy. Easy. Ja, was ist mit dir? Ohne deine. Ja, ohne deine Rüstung bist du nichts. Boah, ich glaube, es war ein großer Vorteil, dass ich den Kram weggehauen habe, ey. So, jetzt such mal die Schnauze. Die höre ich doch hier irgendwo. Oben. Hier irgendwo ist das, hier oben. Na gut, aber da die letzte Folge überlänge hat, ach, ich bin ja hier auch schon wieder bei 15 Minuten. Easy! Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder auf Dunder Forgator. Liken, teilen, abonnieren. Vielen Dank. Tschüss!